Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil 4 Remake. Wir haben das letzte Kapitel beendet, das achte Kapitel. Wir hatten den Brückentroll, den Burgtroll. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Bosskampf. Ich glaube, den gab es so im Original nicht. Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir hatten ja auch nicht im Dorf nochmal den zweiten El-Gigante-Kampf, den man ja theoretisch machen kann, wenn man nicht gegen die beiden Kettensägen-Schwestern kämpfen möchte. Von daher eine ganz coole Neuerung, fand ich. Also war auch eine schöne Herausforderung. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Unglaublich, der Typ. Im Ballsaal müssen wir jetzt erstmal. Ja, dass Luis uns hier anschreibt, das ist natürlich auch neu, ne? So, was haben wir eigentlich jetzt hier noch? Eine schwere Granate, okay. Mit schwerer Granate kommt schwere Verantwortung. So, erstmal schön ein bisschen Zeug kaputt machen, ein bisschen was looten. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz nochmal ins Speichermenü und danach möchte ich ganz gerne Extras die Outfits nochmal anpassen. Ich glaube, das müssen wir im Hauptmenü machen. Ich glaube, da kann ich jetzt nicht einfach hier im Game-Menü das machen. Ich finde es schade, dass man das nicht im In-Game-Menü machen kann. So, Romantik-Look. Sieht natürlich auch schick aus, ne? Dann Schurke sieht richtig cool aus. Also wenn ich den zweiten Durchlauf dann mache, dann auf jeden Fall als Schurke. Held, ja, Held ist ein bisschen langweilig. Deswegen, ich gehe mal auf Standard. Und bei Accessoires, Standard mit Sonnenbrille. Ich finde die Sonnenbrille halt nicht so doll. Aber wir gehen mal bei Ashley rein. Und bei Ashley möchte ich eigentlich ganz gerne den Romantik-Look mal reinpacken bei ihr. So, sie hat jetzt ihre aufmüpfige Punkphase hinter sich und ist jetzt im Romantik-Look. Das finde ich übrigens auch geil. Originalmusik, Soundeffekte. Leider gibt es die Sachen nur als DLC. Das ist ein bisschen schade und der kostet auch nicht so wenig Geld, 20 Euro. Wobei, wenn ihr die Deluxe-Edition gekauft habt, dann habt ihr es mit dabei, aber die kostet ja auch mehr als die Standard-Edition. Dementsprechend ist natürlich schade, dass sowas dann nochmal extra Geld kostet, auch wenn es am Ende halt nur ein paar Skins sind. Ja, deswegen, das wollte ich nicht ganz unkommentiert lassen. Das ist halt eben auch echt gutes Geld. Also 20 Euro ist schon viel, muss man ja sagen. Ich bin halt Fan von dem Spiel, von daher ist es für mich voll in Ordnung. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, hey, ist für mich nicht in Ordnung, bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich das kaufen würde. So, haben wir Ashley im Romantik-Look, Leon wieder im normalen Outfit. Und dann würde ich sagen, ist hier ganz schön der Haussegen schief hier. Guck mal, da liegen die Blümchen auf dem Boden. Können wir auf jeden Fall schon mal eine... Ich würde noch nicht die Mische machen. Ich weiß, die Mischung macht's, aber die Mische machen wir noch nicht. Ich würde aber zur Aufbewahrungstruhe gerne noch mal, weil... So. Wir wollen auf jeden Fall das verstauen und das verstauen und viel mehr kann ich auch gar nicht verstauen. Haben wir alles verstaut. So, alles geordnet. Und dann gab es ja da draußen noch ein Schätzchen. Ich frage mich, ob das so Schätze sind, die nur dann spawnen, wenn man halt diese Karte hat. Das ist natürlich auch ein wenig lame. Ja, diese Schatzkarte gibt es halt auch in diesem 20-Euro-DLC. Wäre blöd, wenn es die halt wirklich nur gibt, wenn man die Schatzkarte hat. Und das wäre halt... Ja, weiß ich nicht. Das ist dann schon ein bisschen gemein von Capcom. Wenn man braucht es wahrscheinlich theoretisch nicht, werden jetzt wieder einige sagen. Ne? Man ist ja nicht drauf angewiesen.
Der Schatz soll irgendwie da sein, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er in der Bude hier drin. Also die Karte zeigt ihn halt hier irgendwo an. Ach, hier, guck mal. Da ist er. Accessoire. Stylische Maske. Und ein goldener Jeton. Okay. Dann hätte ich ja, glaube ich, zwei silberne, einmal Gold, ne? Könnte ich mal die Jetons dann mal einlegen. Ich weiß nicht, ob man die anderen noch kriegt, aber wir gucken mal. Ja, normalerweise ist Ashley an der Stelle nicht bei uns. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Weil normalerweise ist sie an der Stelle, wie gesagt, nicht bei uns. Und die Stelle habe ich im Original als sehr anstrengend in Erinnerung. Wir laden mal alles nach, was wir nachladen können. Haben wir noch die schwere Granate. Aber wie gesagt, mit schwerer Granate kommt schwere Verantwortung. Vor allem, wenn man nur eine davon hat, ist es halt blöd. Ich weiß, wie man die Stelle im Original spielt. Ich weiß nicht, wie sie sich hier spielt. Aber die Viper nehme ich natürlich gerne mit. Seidenkristall und ganz schön viele Peseten. Ja, ist alles hier zufallsgeneriert. Also welchen Loot... Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott, ja, es geht schon los. Wie gesagt, die Stelle mag ich im Original auch nicht. So viele von diesen Doggos. Und die Doggos sind halt super nervig. Oh, ein rotes Kraut. Sehr geil. Wir können also einmal richtig fett zusammenmischen. Sehr schön. Schon mal was von Leinen gehört? Alles in Ordnung? Ja, alles besser. Wie man es nimmt, ey. Meine, ja, ich mähe die jetzt hier gerade alle mit der Pumpe weg, aber das ist ja auch ganz schön Munitionverschwendung. Aber die sind halt auch nervig, ne? Die sind... Ja, das ist das, was ich meinte. Sind nervig. Was ist das für ein Geräusch? Außer dass es ganz schön ätzend ist. Ein elegantes Schachbrett. Was man hier nicht so alles im Garten findet, um Magnum-Munition. Okay, also die verwandeln sich nicht gleich, weil sie können ja auch noch, aus dem Rücken kann da ja auch noch der Plager rausbrechen. Zu mir! Ist gut! Ja, komm hoch. Oder auch nicht.
So. Okay, nee, wir müssen eh die andere Route laufen. Wir müssen eh hier lang. Ja, wie gesagt. Eine mitunter sehr anstrengende Sache. Aber hey, ich will jetzt auch nicht so viel rummeckern. Ich meine, bisher läuft es ja gut. Also bisher kommen wir ja ganz gut durch hier. Für die größte Not habe ich ja immer noch die Viper. Die Viper stellt ja auch nochmal mehr Lebenspunkte bei mir her. Ich habe immer noch die Verbesserung. Aber ich kann immer noch... Nee, mir fehlt immer noch das Item, um nochmal Flintenmunition zu craften. MP-Munition könnte ich craften. Oder Gewehrmunition. Ich habe leider kein Gewehr dabei. Was mich gerade ein bisschen... Naja, ich habe aber auch echt kaum Munition dafür. Für die Magnum hätte ich mal was mitnehmen sollen. Achso, oh, da wäre hinten auch noch ein Schalter gewesen. Ah, ich muss die... Hey, Tino, du hast die Flagge gehisst. Ja, das heißt, ich habe bei dem anderen Turm die Flagge vergessen. Das heißt, ich habe jetzt hier... Genau, hier wäre nämlich auch nochmal gewesen. Ah, haha, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. So, und das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, die große Granate zu benutzen, oder? Hinter mich! So. Eine Blendgranate hätte ich ja auch gerade benutzen können, das stimmt. Habe ich nicht gemacht. Ah ja, dann müssen wir erstmal wieder eine Tür eintreten. Nett, dass ihr alle Peseten droppt. Oh, schnell mal eine Viper essen. Ah, wir müssen die erstmal schnell clearen. Meine, leider weiß ich zu gut, dass die Gegner hier auch spontan spawnen. Hey. Vorsichtig. Ja, ich bin der mit der Knarre. Du bist die ohne Knarre. Ich hab Knarre, du hast keine Knarre. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Natürlich. Leon, sie sind hier! Ashley, lauf! Ah, okay, ja, sie. Muss ich Ashley schnell finden?
Lass Ashley in Ruhe. Stehen bleiben. Sorry, keine Absicht. Sorry, not sorry. Bin bei dir, Ashley. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Komm, schnell hier durch. Das Backtracking kann ich dann nachher noch machen. So, aber erstmal schaffen hier. Oh, jetzt ist das. Jetzt ist das Schloss bzw. die Burg ein bisschen heller. Komm. Okay. Yeah, Flintenmunition. Wir können ja mal gucken, ob es hier draußen jetzt noch was zu holen gibt. Also ich habe auch die Stelle deutlich erleichtert. Normalerweise kommen da viel mehr von den Burgbewohnern. Ah, die sieht eigentlich so aus. Okay, ja, du willst es, du kriegst es. Okay, warte mal. Bevor wir jetzt unnötig... Augen zu! Von hier aus kamen wir, ne? Ah ja, das ist dann hier. Gibt es eigentlich neue Fischis? Ja, es gibt neue Fischis. Hat sich mal jemand drum gekümmert, die Fischpopulation wieder auf Vordermann zu bringen? Gott, jetzt stellt euch mal vor, das ist jetzt wirklich so ein Hausmeister, der hier dann, der sich dann so Fische aussetzt und sich total drüber freut und er kommt dann wieder und sieht, dass ich hier wieder alles leer geangelt habe. Tut mir ja auch ein bisschen leid, aber die Fische sind halt so super lecker. Die sind einfach so super lecker, Leute. Ja, und natürlich, wie gesagt, ne, so als Heilgegenstände halt einfach nicht zu verachten. Ich glaube, wir haben jetzt hier echt alles durchgesucht, ne? Wir haben, glaube ich, hier, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt hier nichts ausgelassen. Ich guck noch mal mir alles an. Ach, dieses Glänzen auf dem Boden immer, ne? Dieses Glitzerglänzen. Denkt man immer gleich. Da gibt's noch was. Warte mal, hier höre ich doch was. Da. Ja, also ein First Aid Spray haben wir noch bekommen. Also den Weg zu gehen hat sich definitiv gelohnt, weil ein First Aid Spray ist immer gut. Weil den Weg hatte ich nämlich am Anfang auch gar nicht erkundet gehabt, das weiß ich noch. Dass ich mich hier lang nicht erkundet hatte. Ja. Gut, vor allem Peseten, aber wir müssen ja eh Messer wieder reparieren und so...
Ja, nice. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt, hier nochmal den Weg abzulaufen. Wie gesagt, alleine für das First Aid Spray. Ah, da ist noch einer. Ja, ich will ihn jetzt nicht unbedingt encountern. Bedeutet, wir laufen außen rum. So. Ich hoffe einfach, ich habe jetzt alles. Speicherraum. Oh. Ah, es gibt wieder blaue Medaillons in der großen Halle für 5 Spinelle. Nehmen wir mit. Machen wir das. Was haben wir hier? Das nächste Level. Gute Neuigkeiten, Partner. Ah, jetzt gibt es Modifikationen. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Ah, genau, jetzt gibt es nämlich die Spezial-Upgrades. Wenn man jetzt nämlich, wenn man jetzt nämlich alles auf voller Stufe hat, gibt es dann nämlich noch, genau, gibt es nämlich noch ein Spezial-Upgrade. Boah, Angriffskraft auf 1,5, ne, das ist natürlich richtig fett. So, wir reparieren jetzt erstmal das Messer. Nenn mich ruhig pingelig. Aber okay, jetzt muss ich halt alles richtig. Jetzt muss ich halt alles richtig aufwerten. Auftreiben können. Ja. Kohle oder dein Leben. Komm jederzeit wieder. Okay, so. Genau, das Schachbrett aus Marmor. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne? Der ganz nett aus. Also mit einer Marmorplatte. 2 Spinelle habe ich. Und 3 Jetons. Willkommen. Verkaufen. Ja. Wir verkaufen erstmal die Halskette. Den nächsten Mark verkaufe ich nicht. Die Seidenkristalle oder Schachbrett. Oh, dafür bekommst du. So, jetzt könnte ich mir die Koffererweiterung kaufen. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, die nehme ich auch mit. Die Koffererweiterung ist halt super wichtig. Ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So, dann so die Haltbarkeit des Messers auf jeden Fall erstmal erhöht. Dann sind wir auch eigentlich schon wieder fast durch. Kann meine Schutzweste nochmal reparieren. So, dann haben wir auch eigentlich schon wieder alles. So, ich gehe mal ganz, ganz kurz runter zum Spiel. Und checke mal. Wenn ich meine Jetons jetzt eingebe, was kriege ich denn dafür jetzt? Ich weiß, es ist eine blöde Kombination, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Was gibt's jetzt? Oh, 20% höherer Verkaufswert auf Waffen. Das ist richtig, das ist ja richtig nice. Komm, wir machen mal eine Runde hier. Riot Gun. 3, 2, 1, leg los. Doppelkill. Oh, krass. 3 auf einmal. Sehr gut. Dreifach Kill. Nachladen. Nein, scheiße. Scheiße. Feierabend. Immerhin A-Rang. 2x Silber. Nimm die Maschinenpistole um kurzen Punkt. 3, 2, 1. Leg los. Das hast du locker. Bleib weiter am Ball. Shit.
Klasse! So, nochmal zweimal Silber bekommen. Okay, wir ballern die mal wieder rein. Mal gucken, was es diesmal gibt. Oder gibt's dann immer dieselben Sachen? Oh, der Raketenwerfer ist 20% günstiger. Oh, das ist später richtig wichtig. Voll der Profi, hä? Ich find's einfach total cool, wie Ashley mich so richtig motiviert jetzt hier. Das ist schon sehr cool. Ja. Ah, Leute, das macht schon Spaß. So nebenbei so ein kurzes Ründchen mal zum Runterkommen. Warum nicht? Nur das Beste vom Besten. So. Okay. Ansonsten ist hier noch ein Schätzlein versteckt. Ja, wenn ich dann den Schlüssel hätte. Ich glaube, den bekomme ich bestimmt bei dir gegen Spinelle, oder? Was kann ich für dich tun? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Kelch der Buße, der ist bestimmt richtig was wert. Mathilda, die Waffe, Schulterstütze, okay. Wo kriege ich dann diesen Schlüssel dann her? Kann ich sonst beim nächsten Mal. Warte mal. Oh, hier geht's runter in den Keller. Ah, nee, ich speichere jetzt noch nicht ab. Aber ich gehe erstmal kurz in den Keller runter, mal gucken, was es hier so gibt. Ach, hier können wir jetzt Bahn fahren. Dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Wir sind da. Die Bahn schaltet man normalerweise erst nach dem Lavaraum frei. Ist dann der Lavaraum jetzt da nicht mehr dabei hier? Ah, so kommen wir dann zum Audienzsaal schnell wieder zurück. So können wir dann jetzt hier, so müssen wir nicht durch den Garten backtracken. Ah ja, die elegante Krone. Da kann ich Sachen einsetzen, okay. Genau, das ist dann hier für den Backtrack. Ah, hier führt das her. Ja. Oh, im Verlies gibt es nämlich noch einen Schatz zu holen. Den sollten wir uns dann schnell mal noch holen gehen. Da ist noch ein Bonusschatz. Ich dachte, ich hätte da schon alles geholt. Was das ist, kann ich dir sagen. Oh. Ach, kommt schon, Leute. Geht's? Ja, alles okay. Scheiße, mein Kopf. Ein roter Beryl. Geht's dir gut? Ja, sicher. Ja, den Umständen würde ich sagen, aber ja. Das alles nur, weil ich noch einen Schatz backtracken wollte, ne? Das alles nur, weil hier im Verlies ist nämlich noch ein backtrackbarer Schatz. Ey.
Aber ja, später, wenn ich dann den Schlüssel habe, um diese Kisten zu öffnen, hätte ich da sowieso hingemusst. Von daher. Wundert mich, also wäre ich da eh reingelaufen, früher oder später. Man muss das natürlich alles nicht machen, ne? Also, da vorne ist er. Man muss das natürlich alles nicht machen. Ein silberner Jeton. Na gut, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Also der Backtrack war jetzt... Das ist übrigens die Schatzkammer hier, ne? Wie sieht es eigentlich mit meinen Lebenspunkten aus? Noch genug am Start. Ja, die haben diese roten Typen ganz schön aufgewertet, weil, ne, dass der mich halt so kurz stunnen kann, das ist definitiv neu. Das ist definitiv neu, dass der mich stunnen kann. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass er die Köpfe platzen lässt. Habe ich aber nur das Gefühl. Ja, meine Munition ganz schön runtergebraucht. Wobei, ist ja zum Glück oft so, dass die Handgun-Munition, die droppt ja ein bisschen häufiger. Moment. So, jetzt haben wir den Weg ja auch mal deutlich durcherkundet. Wir sind da. Man, es wäre schon gut, wenn wir den Lavaraum nicht machen müssten. Ach, apropos, ich wollte ja mal ein wenig Gewehrmunition herstellen. Und bekomme sogar Bonusmunition, das ist gut. Sieh dich um, dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ja, diese wunderbare Gitarre. Auch wenn es keine Gitarre wahrscheinlich ist. Ein vergammeltes Obst. So, Aufbewahrungstruhe. Ich nehme da nämlich ganz gerne meine Stingray wieder. Pack das erste Hilfespray erstmal weg. Ja, perfekt. Zielfernrohr aktiviert. Schnellzugriff aktiviert. So, wer weiß nämlich, wer uns jetzt hier noch alles so begegnet. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Die Tür war, glaube ich, zu, genau. Die Statue da oben. Ach, die da oben, meinst du? Ja. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Erstmal schaue ich, ob ich hier irgendwas krieg. Oha, sichere Fenster. Ah ja, jetzt müssen wir die drei Köpfe finden. Und hier ist ein Bild davon. Da ist ein Relief an der Wand. Ja, ein Relief war es ja im Original. Ach, da ist ein blaues Medaillon, ist hier. Ach, die werden ja durch die Karte zum Glück alle angezeigt. Komme ich die auch anders oder muss ich jetzt halt jedes Mal schießen? Was haben wir hier noch? Ah. Okay, große... Okay, drei Ratten, große Halle, Bibliothek. Mit drei Spinelle. Dankeschön. Erstmal hier ein bisschen durchlooten. Ja, Munition. So, dann gibt es hier noch einmal. Kampf den Medaillons.
Ja, wie schon erwähnt, Pistolenmunition gibt es ja dann zum Glück relativ häufig. Ah, Flintenmunition. Alles schön nachladen hier. So, einmal ist da unten noch ein Medaillon. Ich meinte einen Schatz zu hören, das war auch alles unten. Unten ist noch ein Schatz und ein Medaillon. Ach ja, da oben ist der Schatz. Doch nicht. Na gut. Ach, der ist hier. Ein Alexandrit. Dann ist da drüben noch ein Medaillon. Leider so hoch gelegen, dass ich da nur mit Waffen rankomme. Und in dem Raum gibt es sogar noch einen Schatz hier. Gerade gesehen. Ach ja, das ist das Ding da hinten, ne? Genau, das ist der Schrank. Genau, gut, dann haben wir da alles. Gehen wir weiter. Die Musik hier ist schön, erinnert sehr an Resi 1, an das Herrenhaus. Boah, es ist hier gebonert. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Schade. Die würde dir bestimmt super stehen. Na, dir steht sie vor allem super, weil man kann für Ashley nämlich freischalten. Oh, kleiner Schlüssel. Man kann nämlich für Ashley freischalten. Ein Jeton. Ein grünes Kraut. Man kann für Ashley nämlich später die Ritterrüstung freischalten. Muss man, glaube ich, das Spiel im schwierigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt haben. Und das auch noch in einer gewissen Zeit. Und mit der Ritterrüstung bekommt Ashley keinen Schaden mehr und kann auch nicht mehr entführt werden. Das ist natürlich ziemlich cool, sage ich mal. Ja, und auch cool, dass jetzt sich hier nochmal die Tonalität dieses Bereichs ändert. Ich weiß, dass da unten auf jeden Fall was kommt, deswegen fühle ich mich vorbereitet. Ich sollte mal die große Granate ausrüsten. Warte da oben, okay? Alles klar, sei vorsichtig. Ja, ich nehme mal diesen Löwenkopf mit, da wird ja nichts passieren, ne? Und das ist doch nicht euer Ernst. Warte mal, das sind doch so eine Typis, ne? Das sind doch diese Dinger drin. Warte mal, kann man da nicht einfach den da machen? Anscheinend nicht. Oh Gott. Okay, damit habe ich jetzt super die Granate verschwendet. Ah, ich hätte sie erst. Okay. Oh Gott, sie können ja sogar richtig schnell sein hier. Sieh nur, sie hat angehalten. Ich glaube, sie mögen das Laternenfeuer nicht.
Das ist ja schön. Oh Gott. Lass ihn in Ruhe! Ah, kurz einen Fisch essen. Oh Gott. Okay. Jetzt wäre eine gute Idee für die Blendgranate. Hey, bist du okay? Ja. Buenas noches, caballeros. Ein Spinell, yeah. Leon! Ja, warte mal, ich muss erst noch Munition sammeln. Ja, ein bisschen was verbraucht jetzt hier, aber... Ach, hier wäre jetzt auch noch eine Blendgranate gegeben. Ja, ich weiß, dass du da oben runter möchtest. Aber gut, dann habe ich erst eine Blendgranate für die nächste Situation. Leon! Ja, ich weiß, dass du runter willst. Warte. Mein Held... Alles okay, ja? Hast dich nicht verbrannt? Nein. Danke für die Hilfe. Das hat es echt rausgerissen. Ja, das stimmt. Das blaue Licht war schon sehr, sehr praktisch gewesen. Und dann komm, lass uns mal hier... Gut. Bevor hier sowas wie ab mit dem Kopf oder so kommt. Wie weit bin ich denn jetzt gerade mit meinem blauen Medaillon? Ja, 3 Stück brauche ich, aber hier wurde doch eins angezeigt. Warte mal, war das nicht hier oben irgendwie? Da war es doch. So. Hierher. Alles klar. Okay. Die ja, ich trau diesen. Aber nicht, oder? Warte mal. So. Ein seltsamer Quader. Oh, ich weiß, wozu wir die benutzen können. Hier vorne war noch mal. Warte mal, hier war noch irgendwo. Achso, auf der anderen Seite. War nämlich noch Peseten. So. Ihr lieben Freunde meines Kanals. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Ja, wir haben jetzt schon den ersten Kopf gefunden und haben den Kampf gegen die Ritterrüstungen überstanden. Ich habe leider ein bisschen Schießpulver verbraucht, weil ich einmal eine Blendgranate leider umsonst rausgehauen habe. Aber gut, ich meine, so ist es halt. Dementsprechend machen wir trotzdem weiter. Ich glaube, wir werden trotzdem das Ende des Spiels erreichen. Alles kein Drama. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen, freue mich wie immer auf euer Feedback und eure Kommentare und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge hier bei Resident Evil 4 Remake. Haut rein und gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.